zentral ist für mich in der Arbeit, dass ich mich auf die Suche machen darf. Und dann auf der Bühne zu merken, wie ich Mozart anders spiele, wenn ich Carl Philipp Emanuel Bach vorher gespielt habe. Wie ich auf einmal merke, da ist doch eine Farbe drin, die mir vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen war, die Mozart von Carl Philipp Emanuel Bach bekommen hat. Ja, dass ich das Gefühl habe, dem immer näher zu kommen, dem Werk, dem Komponisten. Und das ist eben, wenn man Duo spielt, entwickeln wir eine Vision, korrigieren sie aber auch. Zum Beispiel jetzt Brahms Gedo-Sonate mal als Beispiel. Ja. Wir mussten eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, wie kommen wir jetzt in die Situation, also wie können wir gucken, wie das ist, wenn wir das Stück noch nicht kennen würden. Und was macht er nicht alles mit dem Sechsvierteltakt? Ja, in der Sonate, in der G-Dur-Sonate, die wir spielen zu Beginn, spielt die Geige einen großen Dreier und das Klavier spielt immer drei Achtelgruppen. Ja, und ja, das wirklich so zu arbeiten, dass die Metren nicht, wie man es vielleicht im besten Fall erstmal versucht, überhaupt mal sich nicht stören, sondern dass sie genau in dieser Verbindung dieser unterschiedlichen Metren diesen ganz aufregenden Reiz entwickeln. Sein, was Neues eröffnet wird einfach. Also man kann da keinen Brahms verstehen, wenn man nicht den Beethoven vorher kennengelernt hat.